Liebe Freunde, wahrscheinlich Leute. Also wahrscheinlich Freunde, oder? Ja, na klar. Natürlich. Ja, sicher, Bro. Wir als absolute... Ja, wo geht's hin? Ich wollte gerade was sagen, aber das sag ich nicht. Ja, sag's lieber nicht. Willkommen zurück zu Daisy 19 für mich am Sonntag. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben in Cabanino. Natürlich, kleine Pause eingelegt und dann direkt weiter. Und das ist unser nächstes Ziel, Vybo, habe ich gehört, ne? Hast du gehört? Habe ich auch gehört in der letzten Folge, ne? Hat irgendjemand aus Versehen gesagt. Ja, klar. Und das müssen wir jetzt natürlich auch wahr machen, denn wir stehen zu unserem Wort, Bro. Da hinten ist schon die Base. Ja, und wir sind immer noch voll equipped natürlich, Leute. Also wenn einer von uns stirbt, ich heule einfach nur. Ja, definitiv. Ich glaube, ich heule einfach und deinstalliere das Game direkt. Ja, ja. Du weißt gar nicht, wie oft ich das Game schon deinstalliert habe. Vor Frust oder was? Ja, Rage. Rage wird deinstalliert, nie mehr spielen. Nächsten Tag wieder installieren. Das mal ganz kurz vielleicht dahin. Der eine Base. Wo ist eine Base, Mann? Hä? Was siehst du denn jetzt schon? Ah, lol, die Base ist immer noch da. Na klar. Ja gut, es regnet eh, müssen uns eh ein bisschen beeilen. Ja, weil stimmt. Weil man unterkühlt sehr schnell hier leider seit dem Update. Ja, komm, als würdest du unterfrieren, wenn du da 5 Minuten stehen bleibst. Ja doch, es geht die ganze Zeit rasant nach unten. Nee, bei mir nicht. Aber gut, ich laufe jetzt natürlich auch. Achso. Aber ich bin nass, ne? Das ist hier... Das ist nicht geil, ne? Nass zu sein? Mit dem Tropfen da links daneben. Ja, ja, du bist im Tröpfeln. Also ich bin noch nicht ganz wach, ne? Ich bin gerade eingeschlafen. Sobald ein Schuss kommt, bist du voll Adrenalin, ja. Es geht los, Mann. So, WhatsApp, yo, Bro, ich leg mich noch mal ganz kurz hin. Jo, wahrscheinlich nice, ganz kurz. 3 Stunden eingeschlafen. Und direkt hier alles am Arsch. Nice, so. Perfekt. Oh, shit, also wahrscheinlich, oh, shit. Kann ich schon wieder direkt rauskarten, diese Kraftbegriffe, Bro. Das geht natürlich gar nicht. Das Prison ist zu, ich mach's mal auf. Ich muss hier unbedingt 3 irgendwo, ne? Ja, ich tute gerade mal ein bisschen. Bin schon unterkühlt wie Sau. Hier noch ein bisschen was zu essen eigentlich. Oh, hier drin ist viel Loot, ne? Ich trau mich gar nicht alleine hin. Mensch, hat mega Hunger. Ist da jemand drin? Hello, anyone here? Alter, er geht einfach rein, ne? Ja, müssen wir, Zombies. Okay, Alter, hier liegt sau viel Stuff, also ob hier keiner drin ist, ne? Oh Gott, hier wurde, glaube ich, jemand zerberstet. Anyone here? Oben diese Tür ist offen. Unten ist safe, ne? Ja. Was haben wir hier? Ja. Schönes AK-101. Das sieht auch noch gönn ich mir. Relativ gut aus, muss man sagen. Ja, ja, es hätte hier gerade einer, ne? Ein schlimmes Handwerk betrieben. Wahrscheinlich Handwerk. Hallo. Oh, ich muss gleich meine Sachen ausbringen. Hier oben ist safe. Also stopp. Hier weiß ich noch nicht, hier links. Ja, ich back oben, ich kann nichts machen. Hier rechts. Ja, aber alles gut. Nice. Alles gut, nice. Alter, geil. Dann würde ich mal sagen, mache ich meine Waffe weg und bringe mein Hemd daraus. Im Ernst, so schlimm ist es für dich? Ich verliere Leben, ja. Ah ja, wet. Ja. Nee, ich nicht. Oh. 2 Minuten hier im Regen. Hier sieht man mal, wie man sein Hemd, wahrscheinlich Hemd, auswringt. Ist auch steif geworden, das Hemd. Ja, na klar, denn warum eigentlich, weiß ich nicht. Ich das ja. Ist natürlich einfach ein geiles Game hier. Aber man sieht schon die Handbewegung, ne? Wie du so ein bisschen... Ja, die Handbewegung ist echt... Ja, die ist echt gut, aber das Ding ist halt steinhart. Richtig geiles Update, auf jeden Fall. Ja, Bro, kleiner... Ja, machen wir kleine Karte, gucken mal, was so passiert ist. Und warten mal ab, bis der Regen vorbei ist. So. Yo, so, liebe Leute. Kleines liebe Update. Leute. Wir sind hier rausgepusht, wollten ein bisschen looten und dann standen 2 Leute drüben im Sumpf quasi, da wo man so in die Base rein kann, in so einer Mauerlücke, und haben auf uns geschossen. Ja. Und ja, Daniel hat es leider erwischt. Er hat aber noch einen ehrenvoll natürlich mitgenommen, na so wie er klar, ist. Na klar, easy going mit der einen Sniper. Ja, es ist wieder zurückgerannt. Ich habe ihm die AK-12 gegeben. Perfekt. Und wir haben perfekt. Auch ein, by the way, neues Feature herausgefunden. Wir können uns jetzt irgendwie in eine Gruppe einladen. So ist es. Hier, wenn man und L drückt, wahrscheinlich L, P, ja. Dann sieht man hier, kann man sozusagen so Freunde hinzufügen. Das ist eigentlich eine ganz coole Mod. Und jetzt sieht man da, bei mir steht dann da Luzi, da wo du bist, beziehungsweise wahrscheinlich Daniel. Mhm, klar. Da, wo ich bin. Und wenn man x Meter auseinander ist, dann steht da auch, wie weit man entfernt ist. Das ist ja eigentlich cool. Ein, ja, auf jeden Fall praktisches Tool, aber natürlich umstritten. Passt das überhaupt zu DayZ oder nicht? Ja, also es nimmt so ein bisschen den Reiz, ne? Man weiß ist, halt ist, jetzt, wo ja, der andere ja, ist. Ja, ne? Ist echt so ein bisschen. Könnt ja. Ihr auch mal in die Kommentare meine schreiben. So, ja. Aber ich würde sagen, solange wir jetzt hier noch auf Blue Waffle sind, nutzen die anderen das wahrscheinlich auch. Und ja, glaube auch, ja. Der nächste Server wird bald kommen, da haben wir das dann nicht mehr, von daher. Ich hoffe nicht, dass der nächste Server kommt. Oh, ist ein bisschen, guck mal, ist das bei dir auch so ein bisschen laggy? Das zieht immer so ein bisschen nach, ne? Etwas, ne, gerade? Okay, dann was machen wir? Rausgehen nach links und dann in die Baracken? Ja, okay, dann komm, dann alles oder nichts, oder was? Alles oder, wahrscheinlich alles oder nichts. Jetzt komm.
wohl Auto, 30 Schuss in der AK, da ist noch dein Kreuz, 12, ja. Da ist mein Kreuz, so ist es. Der ist wahrscheinlich nicht mehr da. Der Kollege. Ja, lass mal ein bisschen rauslupen. Wir haben ja einigermaßen Deckung. Der kann überall hocken jetzt, Mann. Der kann überall hocken, Alter. Ja. Der kann auch schon rotated sein und ganz woanders sein. Oh, shit. So, da lieg ich und hier, genau, hier liegt der eine, den ich gekillt habe. Ah. Kann natürlich tatsächlich sein, dass der andere Kollege hier irgendwo noch liegt und wartet. Ja, das, du, also anscheinend, den Anschein nach war es auch ein Ghillie. Ja. Meintest du ja? Oh Gott, da liegt noch der ganze Stuff. Von dir? Oh ja. Mein Gott, geh da nicht hin, Alter. Ich hoffe, dass du was weggesniped. Der hockt die bestimmt irgendwo. Wieso kann ich die Waffe nicht nehmen? Doch, du machst es wieder risky. Doch, du machst es okay, wieder okay, ich hab die. Oh, ich hab die Sniper wieder. Oh shit, Mann. Wir können auch in das Gebäude gehen. Vielleicht sehen wir dann, wenn er kommt oder so. Ich meine, der will bestimmt seinen Stuff wieder. Der will bestimmt seinen Stuff wieder, so ist es. Das Ding ist, das Gebäude ist leider zu. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon da drin hockt, ne? Schwierig, Bro. Wollen wir da reinpushen? Welches meinst du jetzt eigentlich? Das da. Ja. Ich mach auf. Okay. Nee, ist zu. Nice. Ich hätte ganz gerne die AK in der Hand. Macht er jetzt gerade nicht, so wie ich das will. So viel zum Thema Hotbar. Die funktioniert natürlich wieder einwandfrei hier in der Daisy Standalone. Oh, wie kannst du so viel labern? Ich bin mega aufgeregt, Alter. Normal, wieso? Ich will nicht sterben, ey. Das Equipment ist so krass. Ich kann die gerade nur ablegen. Die ist damaged. Hattest du noch ein Cleaning Kit oder so? Weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht gucken. Ich kann das Ding nicht auf den Rücken packen. Was ist denn da los? Bist schon double carried. Nee, eben nicht. Achso. Okay, ich muss sie kurz mal hier liegen lassen. Nützt nichts. Okay, jetzt ist die Tür auf. Okay, ist da jemand drin? Keine Ahnung, ich renne rein. Wahrscheinlich springen, das ist so dumm, ne, zu springen. Hier sind Rucksäcke noch für dich. Ich mach zu. Mach zu. Okay, Bart, alles. Bart ist safe. Okay, gut, dann ist er erstmal safe. Dann können wir das ganz gut damit beobachten. AEK, ein Rucksack für mich. Und damit bin ich erstmal wieder ganz gut ausgestattet, Bro, würde ich sagen. Weil definitiv kommt er zurück und will sein Stuff wieder, ne? Ja, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das ist halt relativ guter Stuff, der da jetzt noch rumliegt. Hast du den gesehen? Ist da noch alles drin bei der Leiche? Es sah so aus auf den ersten Blick, ja. Okay. Da kommt der bestimmt nochmal zurück, oder? Ich würde sagen, wir haben erst 5 Minuten und gucken dann noch weiter, der oder? Kommt zurück oder der liegt ja noch irgendwo, ne? Und campt das ab, bis sein Kollege wieder da ist. Pass auf, ich gehe mal ganz kurz an meine Leiche. Ich will diese Sniper einfach haben. Ich will nicht, dass sie da liegen bleibt. Das ist die falsche Shit. Echt verrückt. Nimm es in die Hand. Okay. Nice. Hier liegt noch mein Stuff. Oh, den Stuff. Oh, nimm die Rubel auch mit, ne? Schon gemacht, Bro. Das sind 50.000 Rubel, Mann. Ja, 25. Ja, gut, wir okay, perfekt. Bitte. Also, das Wichtigste habe ich erstmal wieder am Start. Hier sieht man es mal. 25.000 Rubel. Mit damit können wir eventuell noch was kaufen. Ich habe hier jetzt nochmal einen Mac für diese Barrett. Und ich habe ein Weapon Cleaning Kit. Ich würde sagen, Bro, wir organisieren uns kurz und machen Cut, oder? Alles klar, machen wir. Perfekt. Perfekt, Mann. Du bist echt verrückt geworden. Also, ich würde schon ganz gerne nochmal hin und ein bisschen Stuff graben. Aber okay. Warte. Das Wichtigste lasse ich dir mal hier, nämlich die Knete. Hier sind noch 8. Die Knete, das ist das Wichtigste. Dein lebenswichtiger Junge. Jo, wahrscheinlich bin ich 10 Minuten wieder hier. Jo, 10 Minuten, denk, oh, wahrscheinlich, oder? Jo, okay, let's go. Oh mein Gott. Ich könnte das auch noch absmoken, aber. Ja, ich sehe was, wenn sich da geradeaus zubewegt, weiß ich das, aber links, rechts sehe ich nichts, ne? Sollte aufpassen. Oh Gott, Alter. Jetzt sieht man auch ganz gut die Meteranzahl, Leute, was wir gemeint haben. Jo, wahrscheinlich sonst nichts zu tun. Also, die haben gar nicht so viel. Die haben aber auch eine Menge Knete dabei. Das heißt, die haben das nicht gelootet, ne? Was ist denn das noch für eine Waffe? Wo ist denn die Waffe? Oh Gott. Mark IV. Gleich wirst du oben, Mann, ich seh's kaum. Nein, lol. Alles wahrscheinlich gut. Ein Ghilli. Klar. Hacker. Alles gut hier. Also wenn ich sage renn, dann renn, ne? Also gut, fertig. Ja, nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich würde schon ganz gerne, obwohl, nee, reicht ja eigentlich, ne? Wir haben erstmal genug. Weiß ich nicht, wenn du noch mehr hast, okay. Hol es dir ruhig, wenn es jetzt gerade die Gelegenheit ist. Wie oh, gesagt, wenn, oh, shit, Bro. Wenn ich renn, sage renn, Digga, einfach, ne? Was pass los? Auf. What the? Ja! Ich habe noch einen Stack davon. Alter, als ob, Mann. Dann nehme ich mal. Lass mir auch 400.000. Okay, also wir haben, was wow. Geld angeht, definitiv ausgesorgt. Ich habe keinen Plan, warum die so viel dabei hatten. Vielleicht gehören die irgendwie zu einer Gruppe, Clan oder so.
Aber Alter. Damit sind wir erstmal übelst also, gut ausgestattet. Oh, rechts von uns ist einer. Am großen Baum rechts. Sehe ich nicht. Rennt übers Feld. Welche Richtung? Richtung ganz hoch da, weißt du? Wie soll ich es erklären? Da, wo ich hier aime jetzt. Das ist der, glaube ich, oder? Ja, ich sehe ihn. Kann sein, ja. Warte, sollen wir? Ich bin ready. Das war verwechseln. Los. Bro. Ja, schieß. Oh mein Gott, der Knall, ey. Er liegt. Hat Hit. Hab ihn. Ist down. Alter. Oh mein Gott, Alter. One-Shot, Mann. Kerl, kannst du dich erinnern, war das Kerl? Du, das kann aber sein. Jetzt hat man uns natürlich hier gehört im Umkreis von 10 Kilometern, Alter, Bro. Lass mal zurück in den Graben. Lass mal sofort zurück in den Graben. Sind wir doof, was machen wir auf dem Feld? Ey, wie du den wieder zerbärst, oh mein Alter. What Gott, the fuck? Alter. Also die Waffe besorge ich dir wirklich jedes Mal. Das ist ja echt unnormal. Ja. Wir können natürlich auch nochmal eine besorgen. Hat man das gerade eigentlich gesehen? Wir haben irgendwie 850.000 Rubel haben wir jetzt. Ja, ich weiß. Dann können wir eigentlich hier den ganzen Bums auch mal kaufen. Die ganze Map. Ah, ich glaube, das war der, ne? Das war der zweite. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es der war. So, Leute, wir sind hier angekommen. Cabanino. In Cabanino ist natürlich noch nicht unser Ziel, sondern auf der Durchreise in Richtung Bro. Starry Sobor. Nice. Und was machen wir, während wir nach Starry laufen, Bro? Wir lesen natürlich zwei Gags aus der Community vor. Wie zum Beispiel den hier von Gilileo vor 21 Stunden gepostet. Also ganz frisch hier. Ein Ostfriese zum... Warum eigentlich Ostfriesen? Warum Weiß werden hier wieder Minderheiten gemobbt? Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber gut. Grüße genauso an Ostfriesen. Da vorne ist ein Drop. Ja, hau rein. Sag doch, wo? Hau rein einfach. Wo ist denn der Drop? Hä, ach da, war. Oh Scheiße. Ah, das ist der in Stargon, ne? Ja. Das ist ein bisschen leer. Alles klar. Also, der Gag geht folgendermaßen, Bro. Du, was arbeitest du eigentlich? Der andere, ich habe einen Laden, in dem ich Schlüssel nachmache. Oh, interessant. Aber, Bro, wie machen Schlüssel denn eigentlich? Alter. Gecheckt? Nee, noch nicht, warte. Oh Gott, Schlüssel nachmachen. Oh Gott, war das die Schlüssel nachmachen, oder was? Nachmachen im Sinne von nachmachen und im Sinne von nachmachen. Perfekt, Bro. Oh, hast du auch noch einen Gag? Grüß gehen raus an Gili Leo an der Alter, Stelle natürlich. Okay. Hashtag DZ, Hashtag das nur. Wie heißt BMW auf Polnisch? Ich will es gar nicht hören. Bald mein Wagen. Applaus, ja. Applaus. Falls ihr auch noch die eine oder andere Pointe über eine Minderheit habt. Wahrscheinlich ja, Minderheit, oder? Komm, das war jetzt aber witzig. So, Ethnie, Volksgruppe, wie auch immer. Jetzt doch nicht schlecht, das war doch gut. Grüße genauso an Snacksy Bexy an der Stelle. Danke für deinen Gag und sei gegrüßt. Willkommen in der Monk. Achso, nee. Das fand ich nicht so gut, aber. ja, komm. Ich dachte, den hatten wir noch nicht und dementsprechend. Grüße genauso an dich, Snacksy Bexy. Nice, perfekt. Geil. Okay, Leute, wir haben ein paar Zombies gesehen um den Drop herum. Da ist auf jeden Fall auch so ein Kasten. Ja. So, ich leg mal meine Waffe weg. Alter, das sind verdammt. Also da war noch keiner dran anscheinend, oder was? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Hier liegt auf jeden Fall so ein. Hier liegt ein Zelt. Beeil dich. Oh, die Zombies. Pistel. Ach du Scheiße. Habe ich scrammen können? Ich glaube schon. Ich habe irgendeine Waffe gegrabt. Ich glaube, das ist eine M249. Hier liegt echt viel Scheiße rum, ne? Ja. Wow, okay, ich habe jetzt eine ganze Menge Zombies. Pass auf, vielleicht kannst du da mal hingehen. Wir pullen jetzt gerade die ganzen Zombies weg. Oh Gott, ey, wieso bist du immer so risky spielen, ey? Ich raste aus. Naja, wenn wir noch so ein Mag finden für die... Ah, nee, die BWAF 50. Oh, shit. Da hatte ich schon mal Muni gefunden. Die gibt es ja extra so blau verpackte Muni. Hier liegt nur Essen rum. Grab alles, Bro. Pistol. Nee, es liegt nur Scheiße rum. Pistol nur Scheiße? So. Alles klar. Ja. Dann let's go, weiter geht's. Weiter geht's hier Richtung, was nochmal? Weiß ich nicht, irgendwo hin, einfach wo es sicher ist. Richtung Starry, auch gut, da sind wir natürlich schon. Wechselt er? Ja, nice. Geil. Also diese BWAF-Waffe, die behalte ich jetzt mal erstmal auf dem Rücken. Und vielleicht finden wir daher noch Muni für oder können die teuer verkaufen, denn Geld können wir natürlich hier gebrauchen, Bro. Ja, genau, als Multimillionär natürlich auf dem Server. An der Stelle ein kurzer Cut. Wir haben nicht alles aufnehmen können, deshalb hier eine kleine Zusammenfassung von dem, was dann passiert ist. Wir wurden in Nubi plötzlich beschossen, Lucy hat Kontakt mit denen aufnehmen können, offenbar kannten die uns und ich musste nochmal neu hochrennen. Derweil wurden die wohl wiederum angegriffen und da geht es jetzt noch kurz weiter. Ah, ich würde schon sagen, dass wir verbündet sind. Ja, okay, dann kommen wir zur Kirche. Erstmal ins Beige Haus.
Kann dein Kollege sonst mit Waffe kommen, weil wir werden gerade geradet. Okay. Ja, dann lass mal kurz besprechen hier. Wir sind drin. Ich komm rein. Okay. Ich bin oben. Mach mal Platz, bitte. Ja, Digga, chill. Was ist das hier? Shield. Moin. Wir werden nämlich gerade hart geradet. Ich gönn mir erstmal hier. Nee, kannst du mal hier in meine Richtung was droppen? Bitte? Hast du eine Pistole für mich oder so? Leider gar nicht, man. Daniel hatte, also der, er hatte drei Waffen. Jo. Ja, lass mal los. Okay. Okay, lass los. Was, ich check gar nichts, ne? Lass dem einfach hinterher. Kommst du? Ja, ich bin da. Perfekt. Ob die geradet werden? Die Frage ist, könnt ihr uns unterscheiden? Ist da ein Scope drauf? Ach du Scheiße, das Scope nervt jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß es nicht. Was ist denn? Lass mal außen rumgehen, oder? Bist du da? Also, wir haben ja einen Marker. Ja. Schild, Nikos, killt den. Okay, ja, kleines Update, Leute. Mega Chaos gerade. Mega das Chaos hier jetzt in Novi. Und wir müssen mal gucken, wer hier wer ist erstmal, ne? Ja. Jetzt kommt hier noch der ein oder andere Zombie uns in die Quere quasi. So ein bisschen ist mir egal. Ja, Dani ist auf jeden Fall zurückgelaufen, er ist leider gestorben. Nee, die sind nicht so egal. Gibt's ihn einfach? Okay, durch, durch ein Missverständnis irgendwie, ne? Ein kleines Missverständnis. Aber das klären wir gleich, würde ich sagen. Ja. Erstmal müssen wir hier alle überleben. Von rechts, Achtung, Sniper ist gefährlich. Ja. Kann da keinen ausmachen. Scheiße, ganz nah. Ja, in der Kirche. Ich glaube, in der Kirche hat eine. Das heißt, die müssen vor der Kirche sein. Sollen wir mal. Lass mal außen rumgehen, oder? Und dann an dem Holzzaun entlang. Okay. Das ist zwar ein bisschen risky, aber wir müssen denen auch irgendwie helfen. Rechts am Busch sein, Achtung. Rechts, geradeaus da, wo ich hingucke. Ja, ich sehe den Zombie. Shit. Hä? Oh mein Gott, Alter. Ich bin auch tot. Ich hatte den Bug wieder. Da konnte ich nicht sterben. Habe ich den im Busch noch erwischt? Ich weiß nicht. Ich hatte den Bug wieder. Ich war drauf und er hat keinen Damage bekommen. Toll, oh, das Mann. War's dann mit den 1 Million Rubel. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, Bro. Ja, und scheiße, gucken mal, was wir nächste Folge machen, wa? Auf jeden Fall. Nice, perfekt. Nice, perfekt. Aber zumindest perfekt. Ja, dann würde ich sagen, bis Dienstag oder 19 Uhr, perfekt, oder? Perfekt, Bro.